Hey Leute, ich habe ungelogen 3 Wochen auf diesen Tag gewartet, um das Video aufzunehmen. Ihr wisst, ich habe ein iPhone 14 Pro Max in weiß mit 128 GB. Ich kann es euch einmal ganz kurz zeigen. So sieht das aus, von der Seite, von vorne. Hat schon so einige kleine Risse, aber zum Glück auch nur in der Panzerfolie. Und es ist das iPhone 16 rausgekommen. Und ich dachte mir, ja, okay, komm, nach 2 Jahren kaufe ich mir eigentlich immer ein neues Handy. Und dann habe ich es auch gekauft. Ich habe es bestellt bei Vodafone. Und es wäre eigentlich schon vor 2 Wochen ungefähr angekommen. Aber der Termin hat sich halt immer weiter nach hinten verschoben. Weil natürlich die Kunden von Apple Vorrang haben. Heißt, die haben das als erstes bekommen. Und jetzt war ich endlich dran. Heute um, ich glaube, 12 Uhr oder so, kam die Nachricht, ihr Handy ist da, holen Sie es ab. Ich bin rausgerannt, ich so, Mama, wir müssen ganz schnell hin. Ja, und jetzt habe ich das Handy. Jetzt packen wir das zusammen aus. Wir packen das jetzt nicht nur zusammen aus, wir richten es auch ein. Hier ist die Tüte. Ich muss einmal ganz kurz die Rechnungen beiseite legen. Wir waren auch noch im Lego-Store, haben da aber tatsächlich nichts gefunden. Aber haben halt einen Katalog einfach mitgenommen. So, hier ist das gute Handy und die Handyhülle, die wir geholt haben. Ich bin sehr froh über die Handyhülle, weil ich wollte eigentlich eine rosane haben. Aber Mama hat gesagt, die geht ja total schnell dreckig. Deswegen fangen wir jetzt einfach damit an. Wir machen jetzt aus zum Erdeutsche, wenn das für euch okay ist. Ich hoffe, man hört das auch. Wie hole ich die jetzt am besten raus? Muss ich die... Ah, ich muss die rausziehen. Wow. Wow. Das hört sich so clean an. Und die Handyhülle ist auch noch richtig schön. Das macht mich gerade richtig happy. Okay, ich lege es mal ganz kurz hier neben mich. Sollen wir einfach direkt weitermachen mit dem Handy? Mein alter Handyhülle und so, alles ist hier. Deswegen. Ja, rum so herum. Ich mach da einfach ein ASMR raus. Ich bin so nervös. Hier steht es auch nochmal drauf: iPhone 16 Pro Max. Designed by Apple in California. Nicht wundern, ich gucke gerade in dieses Fenster, damit ich sehe, ob das scharf ist, wenn ich das aufmache, deswegen. Es geht halt direkt raus, okay. Seid ihr bereit, Leute? Aber irgendwie, wow, es ist schon sehr viel größer. Oh mein Gott, es sieht so toll aus. Nein, ich kann das nicht, es sieht so wunderschön aus. Okay, wir machen einfach direkt die Handyhülle drum, damit jetzt auch nichts mehr passieren kann, weil nachher, keine Ahnung, irgendwas passiert hier oder so und dann direkt kaputt. Das wollen wir natürlich nicht. So sieht das Handy jetzt aus. Seid ihr bereit? Ihr seid bereit. Ich bin auch bereit. Kann man es direkt an? Machen wir es direkt an? Diese Box ist so wunderschön. Achso, ich muss mein Handy ganz hinlegen, Leute. Denn hier gab es zu einmal ein Ladekabel, wie immer. Und so ein Teil für die SIM-Karte. Genau, mir fehlt die SIM-Karte noch. Voll vercheckt. Ich muss die SIM-Karte noch reinmachen. Gucken, was es jetzt wird. Warum sieht das so wunderschön aus?
Es müsste eigentlich ein Stück größer sein. Ist es auch. Ist ungefähr so ein Stück größer. Oh mein Gott, okay, Leute, wir fangen jetzt an, mein Handy einzurichten. Ich bin Deutsch, Deutschland. Sprache wird eingestellt. Warum habe ich gerade so unfassbar glücklich? Ich weiß gar nicht. Meine Nase läuft auch. Mir kommen auch gleich die Tränen, ich weiß es. Jetzt steht hier gerade, Sprache wird eingestellt. Ach so, ich bin weiblich. Nein, ich nehme Standard. Leute. Soll ich das konfigurieren? Ja, komm. Ich habe es jetzt hier konfiguriert, glaube ich. Ich weiß gar nicht gerade. Ja, ich muss ganz kurz erstmal Dings machen hier. Ist auch gerade Realtime egal. Ich muss ganz kurz WLAN erstmal machen, damit mein Handy WLAN hat. Weil ich möchte mein Handy sozusagen einen kompletten Neustart geben. Ich weiß auch nicht, wie meine Passwörter, wenn ich nicht ganz ehrlich bin, von Snap oder so heißt. Wenn irgendwann meine ganzen Flammen weg sind, an Baha oder so, Schatz, ich liebe dich, aber ich habe mein Snap-Passwort einfach nicht mehr. Oh mein Gott, ich bin so hyped. Ich muss eigentlich meine Mutter einmal rufen. Weil die müsste mir eigentlich einmal die SIM-Card geben. Eigentlich wollte ich das erst einstellen, wenn mein Freund da ist. Weil ich kann das sowas nicht. Aber egal. Jetzt ist es einfach so. Und meine Kamera ist gut die ganze Zeit wegen der Akkuzahl. Kein Akku mehr. Okay, das Aktivieren deines iPhones kann einige Minuten dauern. Ja, Schatz. Dann mach mal hin jetzt hier. Zeit für ein Be-Real vor 2 Minuten. Ich fasse es nicht. Jetzt aktualisieren. Akzeptieren. Software Update. Ich mach gerade so ein Be-Real, Leute. So, ich werde jetzt einfach holen. Es ist einfach bei dem Handy. Sieht man das? 6 Uhr. Ja, also 6:29 haben wir es angeblich. Das ist natürlich krass. Ich höre jetzt ganz kurz die SIM-Karte und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich gucke so gerade die ganze TikTok und mein Handy einfach mal geht aus. Ich meinte so, oh mein Gott, irgendwas tut sich da und die Kamera ist aus. Aber irgendwas hat sich da jetzt auf jeden Fall getan. Wieder ein Update. Also irgendwie diese Konfigurierung oder so. Ich bin mir nicht sicher. I don't know. Ich hab's gleich auf, weil ich Sprudelwasser getrunken habe. Und that's my card. Ich weiß gar nicht, wie rum das reingeht. Ich brauche mal diesen Dings hier, weil Apple denkt sich natürlich, wir machen die Geräte teurer. Wir machen auch keine Netzteckkamera mit rein, weil das brauchen wir nicht. Doch, brauche ich, Kollege. Und ja, machen wir mal keine Netzteckkamera mit rein, aber wenigstens dieses kleine süße feine Teil hier, das machen wir mit rein. Das brauchen sie alle. Ja, brauchen wir auch. SIM-Karte, wird zu direkt Angst, dass mir SIM-Karte fehlt, Leute. Ich hoffe, ich habe auch alle Fotos auf dem Handy. Wenn ich nicht alle Fotos habe, ist das ja wirklich kritisch, glaube ich, für mich, weil ich habe so viele Erinnerungen auf dem Handy. Ja, die SIM-Karte ist runtergefallen, Leute. Auf jeden Fall war das Ding oben. Okay. Ich weiß, was auf jeden Fall oben ist. Ich schicke es jetzt genauso hier hin. Kann man das irgendwie sehen, ob das dreckig ist? Wenn das fokussieren würde, wäre natürlich cool. Alles fokussiert außer... Ja. Irgendwie fällt's, also ich trenne mich eh nicht von dem Handy. Ich möchte mich auch gar nicht von dem Handy trennen. Es ist halt nicht mal wirklich viel größer. Also wenn ich es hier so hinstelle... Es sollte anscheinend größer sein, aber irgendwie sieht es halt nicht größer aus. Ich bin mir halt nicht sicher. Es fühlt sich auch irgendwie genau gleich an. Es ist wirklich nur ein ganz kleines Ticken größer.
Ja, also Leute, wirklich, es hat jetzt ganz gemacht, dass ich die Kamera angemacht habe. Ich gucke jetzt den TikTok weiter. Und dann sehen wir uns, wenn sich was getan hat. Und ich mein Handy weiter einrichten kann mit euch zusammen. Ich glaube, irgendwie irgendwas ist abgebrochen. Aber egal, Leute, wir machen jetzt die Face-ID. Oh mein Gott, I'm sorry. I'm so nervous. Irgendwie habe ich Angst, dass mein Handy gleich runterfällt, weil es hier schon wieder sich reingehakt hat. Okay, weiter geht's. Los geht's. Irgendwie ist das ein bisschen cringe. Egal. Okay, erstes Scan ist abgeschlossen. Ich brauche kein Face-ID mit Maske. Fortfahren. Ich muss mir jetzt einen Code erstellen, Leute. Ich habe mir jetzt einen Code erstellt. Einen vierstelligen Code. Von einem. Achso, oh Leute! Nein, ich habe die SIM-Karte rausgemacht. Nein, ich doof. Birne. Ach, es geht trotzdem. Weil es konfiguriert sich jetzt. Das Handy ist gleich over, ne? Das mache ich nämlich nur noch für Videos drehen oder so oder schneiden. Ich bin weiblich. Ah, oh mein Goodness, ich bin so doof. Jetzt habe ich meinen alten Code wieder, ich habe gar keinen neuen. Okay. Account einrichten? Nee. Möchte ich nicht. Ich will ja noch Pizza neben mir, Leute. Ich habe so Hunger. Ja, ich weiß, dass ich immer hungert bin. Was ist das? Okay. iPhone-Code eingeben. Okay, ich habe es verstanden. Ich habe gerade meinen Code eingegeben für mein altes Handy. Und weil ich ja vorhin einen neuen Code schon gemacht habe, deswegen ist es jetzt so, nee, Stummmodus. Ich habe eine Tasse zum Stummmodus. Also Stummmodus, Kamera, Taschenlampe, Musik erkennen. Lupe, Kurzbefehle, Bedingungshilfen oder keine Aktion. Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, dass ich wirklich den Stummmodus wähle dafür, weil es gibt ja jetzt keinen Knopf mehr wie bei diesem iPhone hier, wenn man das sieht an der Seite. Deswegen Kamera steuern und fortfahren. Und da ist der neue Kamera-Dings. Ihr könnt euch das gerne angucken. Okay, jetzt ist Daten von Emma übertragen. Hier an dieser Seite ist dieser neue Kameraknopf. Und das ist jetzt mein Stummmodus hier oben. Der und das sind halt normal die Tasten für Leiser und Lauter machen. Restzeit berechnen. Okay, es wird noch berechnet. Warum gehst du aus? Ich wollte es nur zeigen. Problem ist, meine Kamera hat nur noch 9% Akku. Heißt, wir sehen uns, wenn das fertig ist. Ich gucke jetzt einfach Heartstopper weiter, Leute. Weil mein iPhone ist gleich eingerichtet und ich schreibe einfach morgen eine Arbeit. Also, ich schreibe am Mittwoch eine Arbeit. Ich nehme das Video gerade am Dienstag auf und jetzt ist es am Freitag. Läuft. 25 Minuten. 34 Minuten. Was labert ihr da? Die sagen mir, es dauert ungefähr eine Stunde, Leute. Ja. Wir sehen uns. Bis dahin, ne? So, ich habe die Kamera jetzt aufgeladen. Das Handy ist bereit, Leute. Ihr seht's, oder? Hallo.
fortfahren. Was heißt das, Leute? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe übrigens einen Kaffee gemacht. Gib mir eine Nudel, Leute. Ich habe nämlich mein altes iPhone auch eben schon angeschlossen. So in einer Stunde vielleicht. Ich gehe gleich noch raus. Ich muss ja einmal neues iPad zeigen. Ah, Bluetooth muss an sein, einfach vergessen. Was heißt das? Bitte irgendwie. Weiß ich nicht, was ich gerade gemacht habe. Ich weiß es wirklich nicht. Ich muss auch noch eine Panzerfolie kaufen. Aber ich weiß glaube ich nie, was ich gemacht habe. Leute, mein Handy ist aus. Das nicht. I don't know what to do, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich mache mich jetzt schlau darüber. Ich gehe jetzt rüber, frage meine Mutter, ob sie da irgendwas weiß. Und dann komme ich sofort wieder. Mein Handy ist startklar, Leute. Wir müssen zu diesem Karte reinpacken. Kann ich mich schon auf meinem Snap-Account anmelden? Oh mein Gott, was labert ihr? Es ist einfach alles... No joke, es ist alles weiß. Es sieht halt gar nicht cool aus. Ich muss da noch einiges einstellen auf jeden Fall. Aber egal, Leute, ich habe schon meinen Snap-Account. Das ist das Wichtigste. Ich kriege gerade nur irgendwie die Hülle nicht ab. Die Hülle ist richtig schwer zu machen. Das aber eigentlich auch gut. Heißt, mein Handy, wenn es runterfällt, wird nicht direkt einen Schaden kriegen. Ich weiß, ich werde auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall heute schon einmal runterfallen. Es geht nicht ab. Die Hülle geht nicht mehr ab, Leute. Ich schwöre. Okay, ich glaube, ich hab's, oder? Ja. I have it, liebe Leute. Okay, jetzt fangen wir an. Okay, ich bin bereit. Ich hoffe, ihr seid auch bereit. Ich hoffe, ihr seid auch bereit, dass ich das Ding hier schon gerade schon alles zerkratzt habe. So gespannt, weil ich habe eine neue SIM-Karte. Heißt, alle, die mich nochmal anonym anrufen wollen, macht das bitte jetzt schnell, weil wenn ihr das hier seht, also ihr könnt es halt gar nicht mehr machen, weil jetzt habe ich eh eine neue Nummer. Heißt, jetzt könnt ihr mich auch gar nicht mehr anrufen, ihr ganzen anonymen Schlingel. Ja. Ich fand es immer so lustig, die haben sich nie getraut, so zu reden. Ganz weit die anonym angerufen haben. Oh, und jetzt muss ich diese lästigen Stimmen gar nicht mehr hören. Achso. War das jetzt mit dem PIN, ne? Das ist das Wichtigste. Ich hoffe, der PIN ist ein guter PIN, den ich mir auch gut merken kann. Ja, nee, kann ich nicht. Ich hatte mal einen so easy PIN, ihr wisst gar nicht, den konnte ich so gut mir merken. Ich darf dieses... Meine Nase läuft so sehr, es tut mir leid, dass ich das gerade machen muss. Egal. Okay. Schon wieder falsch eingegeben. Oh mein Gott, mein Handy ist entsperrt, Leute. Oder?
Okay, Leute. Ich weiß gerade noch nicht die Nummer. Wenn ihr checkt. Ich weiß nicht, wie die Nummer heißt. Ich mache erstmal die Hülle wieder an. Ich weiß die Nummer nicht von diesem Teil. Ja, Leute, ich richte ganz das WhatsApp ein. Leute, ich bin happy, ich bin fertig. Ich habe meine Mutter gerade mein Mobil angerufen, hat die Nummer durchgesagt. Und jetzt ist mein Handy startklar und wir werden das jetzt zusammen irgendwie einrichten mäßig. Weil ihr müsst wissen, ich habe so viele unnötige Sachen auf meinem Handy. Und ich will, dass mein Handy so clean ist, so wie möglich. Weil ich sag euch ehrlich, ich weiß es ganz genau jetzt schon, oder? Wo sieht man denn jetzt hier gerade? Ich wusste es. Sieht man das? Mein iPhone-Speicher ist schon extrem voll und das möchte ich nicht. Deswegen, ich möchte auch ich habe jetzt eine Passwort-App, Leute, sorry. Apple übertreibt es natürlich immer. Das brauche ich nicht. Ich brauche auch kein Aldi-Talk mehr, Leute. Das ist so gut, wirklich. For Bro. Das war alles gestern. Das brauche ich vielleicht noch, das brauche ich auch. Das brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Das auch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich lösche das einfach mal. Das brauche ich auch nicht mehr, Leute. Das auch nicht. Too good to go. Kennt ihr das? Too good to go. Brauche ich nicht mehr. Brauche ich auch nicht mehr. Ich habe so viele Sachen. Ich habe noch 1010. Temu habe ich. Telonym, Leute. Was ist das denn? Subway Surfer, Stumble Guys, also Leute. Das brauche ich auf jeden Fall. Brauche ich auch. Nee, warte mal. Dreck. Nee, das bleibt. 300 weg. Das sind so viele Sachen gerade. Nike habe ich gar nicht mehr. Ist ja jemand von meiner Schule, brauche ich doch nicht. Irgendwelche Apps, die ich früher benutzt habe. Die kennen noch Lobby und so. Das hatte ich immer. Lightroom brauche ich behalten. Das muss ich nicht behalten, das kann ich nicht auch löschen. Von meiner Tasche. Ich habe diese Jagmu Tasche. Ja, genau. Und davon habe ich das auch noch, obwohl ich das eigentlich gar nicht benötige. Weil ich habe die mir eh nicht gekauft, also meine Tante hat mich ja gekauft. Und irgendwie hat sich das dann automatisch so gespeichert, weil ich habe mir das mal angeguckt mäßig, wie teuer die im Moment ist, weil ich wahrscheinlich mit meiner Tante so viel Geld für mich ausgibt. Ja, deswegen... ich mal durchdrehen, Leute. Es hat sich aber nichts gelöscht. Wieso löscht sich das nicht? Ach, Leute. Ich brauch das doch alles gar nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich dann halt da einmal gucken. Seitdem ist das da irgendwie und das nervt mich. Oh mein Gott, ich muss alles einzeln löschen, weil da kann ja stehen mit Apple anlöschen. Mit Apple anmelden, so meine ich. Und deswegen löschen die das nicht, die Passwörter davon. Oh. Ich bin da noch bis Montag dran oder so. Was ist schon nochmal? Aber wenigstens sieht alles wieder so normal aus.
Schreib mir. Okay. Okay, jetzt sehe ich auf meiner Mama das Profilbild, Leute. Kann ich auch auf Instagram nochmal gehen oder kommt da jetzt irgendwas? Okay, dann ich kann da nochmal drauf gehen. Gut. Sieht jetzt irgendwie alles so anders aus. Ich habe halt nur das Passwort halt nicht mehr von meinem Insta-Account, glaube ich. Ich weiß nicht so ganz genau. So, ich habe mein Handy fertig, aber ich muss noch auf jeden Fall haben wir jetzt mein Handy zusammen unboxed. Ja, das war's, Leute, schon. Das war's. Ich bin fertig. Das ist Geschichte, das Handy, Leute. Das ist Geschichte. Ich kann jetzt die SIM-Karte wieder reinmachen. Weil die muss auch drin bleiben. Ja. Oh mein Gott, ich kann mein Handy jetzt da hinwerfen. Und ich habe hier einfach ein neues Handy jetzt. Also nicht, dass ich es auf den Boden werfe oder so, aber ihr wisst, was ich meine. Also. Das ist einfach alte Geschichte, Leute. Ich hatte das in seit 2 Jahren. Und jetzt habe ich endlich ein neues iPhone 16 Pro Max in Weiß mit 256 GB. Ja, Leute. Ja. Das war's, ne? Ihr werdet jetzt auf jeden Fall sehen. Folgt auf Instagram, auf TikTok, überall. Der Content mit der neuen Kameraqualität wird auf jeden Fall jetzt gefilmt. Enttäuscht mich die Kameraqualität? Bin ich entsetzt, aber ja. Das war's. Ciao, ciao.